Das ist jetzt wirklich nicht mehr lustig. Die USA haben eine Reisewarnung für Deutschland und Belgien ausgegeben und ich finde den Grund wirklich schlimm. Eine Masernepidemie hervorgerufen durch Impfgegner. Dabei ist mit dieser Krankheit überhaupt nicht zu spaßen. In Belgien gab es bereits das erste Opfer, denn Masern ist zwar eigentlich eine harmlose Kinderkrankheit, doch immer wieder sterben Menschen und das ist absolut überflüssig. Unser Thema jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Leute, da hat mal ein englischer Forscher in einer Studie mit einer sehr kleinen Anzahl untersuchter Kinder der Masernimpfung die Auslösung von Autismus unterstellt. Dann kommt danach heraus, dass er massiv manipuliert hat. Zudem wird die Studie, wie sie natürlich selbst auch fordert, durch weitere Kontrollstudien widerlegt. Inzwischen wurde dem Studienleiter auch die ärztliche Approbation entzogen, aus Gründen. Auf gut Deutsch, es ist kompletter Quatsch. Aber dieser Quatsch hält sich zum Teil sogar in Ärztekreisen. Und wenn jetzt argumentiert wird, dass es ja hier nur um Geldmacherei der Pharmakonzerne geht, dann ist das auch kompletter Humbug. Die Pharmakonzerne können sich nichts mehr als oder nichts Besseres als Impfgegner wünschen, denn dadurch bleibt die Krankheit erhalten und der Impfstoff wird weiter benötigt. Die Pocken zum Beispiel sind durch die weltweite Impfung ausgerottet worden. Ich wurde noch geimpft, jetzt wird nicht mehr gegen Pocken geimpft. Die Pocken gibt es nicht mehr. Ein riesiger Sieg für die Medizin und für die Menschheit. Auch für die Masern strebt die Weltgesundheitsorganisation WHO das an. Doch Impfgegner machen ja einen Strich durch die Rechnung. Das ist zum einen schlimm, weil das einfach Menschen tötet. Masern kann eben tödlich sein und es zögert den Moment hinaus, an dem die Masern ausgerottet worden sind. In Belgien sind jetzt knapp 300 Menschen erkrankt und das ist der Grund für diese Reisewarnung. Und eine Frau hat sogar ihr Kind verloren. Das ist doch einfach furchtbar. Dabei ist eine Impfung etwas ganz Harmloses und Natürliches. Es werden keine fremden Substanzen verabreicht, keine Chemie, nichts Unnatürliches. Lediglich abgeschwächte Viren werden injiziert. Deren Wirkung ist 20-fach harmloser als die einer echten Erkrankung. Natürlich kann es bei diesem reduzierten Risiko auch zu Komplikationen kommen. Es gibt Impfschäden, aber die sind halt deutlich geringer als bei einer Erkrankung. Ich verstehe Impfgegner wirklich nicht. Empfinden Sie Ihre Kinder als Experimentierobjekte? Masernpartys, was ist denn das für eine menschenverachtende Idee? Lieben die Ihre Kinder nicht? Ich kann so etwas Brutales und Menschenverachtendes wirklich nicht verstehen und sie gefährden damit auch andere. Dabei sieht es ja jeder Mensch direkt vor seiner Nase. Fast 90% der Kinder in Deutschland sind gegen Masern geimpft und haben die alle Autismus? Haben die alle Impfschäden? Die klare und unbestreitbare Antwort ist nein. Wir sind gesünder als jemals in der Geschichte der Menschheit. Die einzigen, die das zum Negativen hin beeinflussen, sind eben die Impfgegner. Ja, danke schön. Ja, wie es mit den Masern weitergeht, ob die Impfrate steigt oder fällt und wie es vor allen Dingen mit der Masernepidemie weitergeht, das hier bei Klicks zum Science and Fiction, da halte ich euch auf dem Laufenden. Mir einfach hier ein Abo aufs Auge drücken und nicht vergessen, mir einen auf die Glocke zu geben. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Klicksum noch nicht abonniert habt, hier gibt es die besten Videos von Klicksum Science and Fiction. Ich habe die Playlist nochmal niegelnagelneu zusammengestellt. Also viel Spaß und bis dann. Bleibt dran.